Treppsch setzen da. Pullalarm! Alter, warum ist das Holz hier so verzogen? Hast du hier wieder eine Ecke gepinkelt? Das ist richtig aufgequollen, das Holz. Jetzt mal ohne Scheiß, du kannst uns nicht mehr verarschen. Du hast stell dir mal vor, ich müsste bis nach unten gehen. Ach, hier kann ja noch eine Treppe drauf. Hups. Ja, wohl, gut, von daher. Aber pinkel doch mehr durch diese Ritzen. Das ist doch jetzt nicht schwer. Du kannst dann doch direkt da... Nein, das passt doch nicht durch. So, sudele, sudele. Ah, Alter, aber man muss schon echt bis an die Kante gehen teilweise. Ja. Ich baue jetzt bis zum Mond hoch. Geht nicht. Muss ihm hinterher bauen. Der Mann im Mond schaut zu. Wenn die kleinen Korons schlafen, drum schlaf auch du. Lalelu, nur der alte Reichsgraf schaut zu. Und die Melodie war jetzt zerstückelt, drum schlaf auch du. Du Sau, jetzt penn. Penn oder ich mach es anders. Schlaf, Kindchen, schlaf. Deine Mutter ist ein Schaf. Dein Vater ist ein Dusseldier. Was kann der arme Kohn dafür? Alter, guck mal, wo ich stehe. Warte, warte. Oh! Alter! Alter! Bist du Houdini? Alter, bist du Houdini? Kannst du hier schweben? Ich bin gerade hier so hochgehüpft, ne? So seitlich. Ja. Und Alter, hör auf, forderst nicht raus. Doch. Alter, dein Fuß ist aber dafür jetzt voll im Holz drin. Boah, das ist ja pervers, ey, du alter Perversling. Okay. Zack, zack, zack. Oh, hoffentlich wirkt er wieder hell, ne? Ja. Jetzt laufe ich auch hierher. Dann mache ich auch, bin ich auch hier Houdini und schwebe hier. Houdini. Wie das rüberkam. Bist du Houdini? Alter, was war es jetzt wieder? Eine, ne? Eine. Ja, ja. Eine noch. Eine Wand. Ist schlimm, ne? Ja, das kann man sich einfach nicht... Ja, man ist hier so konzentriert, weißt du, und dann machst du noch Houdini-Scheiße hier. Wie willst du denn da hier noch, ne, arbeiten? Hä? Was? Aber ich leuchten kann sie in die Wände schon drin, das macht mich kirre, ja. Oh, hallo. So, das heißt einmal Fenster jetzt, ne? Richtig. Einmal Fenster rot-weiß, bitte. Pommes-Schranke. So, ich kann mal kurz nicht leuchten. Moment. Ach, wieder eine Nase bohren, ja? Nein. Gitterstäbe. Oh. So, pass auf, dann müssen wir uns merken. Zwei Wände. Das sagst du jedes Mal. Ja, und machen wir immer wieder mit nachgezählt. Alter, das sieht gerade geil aus mit diesem hervorstehenden Brett da. Aha. Boah, sieht das geil aus. Boah, ich bin jetzt so geil, also, boah, sah das aber toll. Oh, da war ein hervorstehendes Brett. Das ist aber ein tolles Let's Play. Das Let's Play hat hervorstehende Bretter. Ui. Ui, 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 Tiffy. Heute möchte ich dich wieder in den Popo tun. Alter, ich habe keine Treppen mehr. Du hast aber welche, ne? Richtig. Boah, überleg mal, Alter, die Treppen sind alle gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viel Treppen ich... Ey, scheiße, weißt du was? Das hätte man notieren müssen, ne? Dann hätte man die Stockwerkanzahl gehabt. Das habe ich mir vorhin schon mal so gedacht. Mit ja, mit den aber man wird schlauer. Beim nächsten Mal denkt man nach, ne? Dann brauchen wir ja nur die Treppen. Ja, ist jetzt was... Lernen wir eh nicht. Ja. Wie war das hier? Also, beim nächsten müssen wir ein. Beim nächsten zwei. Dran denken, hm? Okay, wie viel waren es? Zählen. Drei Stück. Jetzt ernsthaft? Ja. Hier kommen zwei drauf. Yep. Halt, 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 halt. Pilla, pilla, pilla. Also du könntest jetzt auch wieder mitsetzen. Jetzt ist ja wieder zum Glück hell geworden. Mach ich. Zum Glück. Alter, ich muss aber noch mal einen kleinen Blick. Alter, geil. Alles da hat immer, wir sehen immer mehr. Mein Schnuffeltuch genießt. Boah! Kennst du das? Nee, ich will's nicht kennen. Nicht? Oh, 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 wer, du hast hier aus Versehen schon in die Mitte gesetzt. Hier. Macht doch nichts. Ich bin doch hier schon außen.
Aber hier hinten fehlt noch. Hast aber Glück gehabt, dass ich der Reichsgraf bin. Komm doch mal rüber, Kind, und setz dich zu mir hin, weil ich der Reichsgraf bin. Oh Gott. Oh Gott. Das hört sich jetzt so falsch an. Ja, die Schublade ist schon fast zu. Ja. Was sagst du, zwei Wände? Ja, zwei. Wie viele Wände denn jetzt wirklich? Jetzt sei drei. Ehrlich. Warum hast du hier keine Pillar gesetzt? Was, wo? Ja, wieder schlammig gerade. Ja, Alter, ich dachte, du machst... Ja, auf, genau, und du dachtest, ich... Alter, ich dachte, du machst mal was hier außer Eierflicken. Nein. Herr Koch, Sie wohnen seit 7 Jahren an der Autobahn. Haben Sie welche Folge stehen? Nein. Immer wieder witzig. Nicht wirklich, aber fiel mir gerade ein. Oh, 5 Kilo stehen, Robin. Mehr nicht mehr. Dann ist Ende, Elende. Jetzt erzählt er mir wieder Geschichten. Jetzt hat wieder Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ich würde es ja nur sagen. Hättest du ja was sagen können. Oh, was war das denn? Oh, da hat sich gerade die Treppe ein bisschen... Ist jetzt richtig? Gott sei Dank, die hatte sich gerade verschoben. Weil ich das gesehen habe, sonst hätte ich die falsch angebracht, die Treppe. Dann wären wir nicht mehr weitergekommen. Alter. Hallo Lilo. Hallo Tiffy. Wenn man mal überlegt, ne? War schon ein kranker Scheiß gewesen, ne? Ja. Also du kennst die Parodie, kennst du nicht? Muss ich dir auf Screen mal zeigen? Ich glaube. Ja. Ist genau was für dich. Aber wenn, dann ist die Parodie, glaube ich, schon sehr, sehr alt, ne? Ja. Ja, es kann sein, dass ich die damals mal gesehen hatte. Kannst du mir trotzdem... nicht, das ist nur gesprochen. Das ist nur gesprochen? Ja, ich glaube, das ist von JBO sogar. Ja gut, kannst du mir dann offscreen malen, ne? Natürlich. Natürlich. Selbstverständlich, ja. Weißgraf. Selbstverständlich, selbstredend. Selbst schwebend. Kuhn klärt auf. Auch den Reichsgraf. Oh, scheiße, jetzt hätte ich fast wirklich was gemacht. Nette Essstörung, aber richtig. Aufgrund dessen, was du sagtest. Ich wollte gerade alles außer Angeln heben mit der Resonanz. Weißt du, was Tolles beim Bauen? Man braucht kein Essen. Ist echt so. Wie lange ich schon nichts mehr gegessen habe. Ey, stimmt. Ja. Ich habe 902 und ich habe auch die ganze Zeit nichts gegessen. Tatsächlich. Oh, was? Das sieht im RL schon ganz anders aus. Na, also jetzt vorzugsweise bei dir, ne? Du hättest ja jetzt schon... Wie viel Spanferkel hättest du... Ja, ich würde das eher in Bierkisten... Nicht auf Ferkel oder sowas. Alter, warum müssen wir immer vom Essen reden? Ich könnte jetzt auch Spanferkel essen. Mm. Aber mit einer richtig, richtig krossen, knusprigen Schwarte. Richtig kross, knusprige Schwarte vom Alter. Aber warum müssen wir ständig vom Essen labern im Let's Play? Das ist doch scheiße. Ich sollte das aus dem Vertrag streichen. Du baust das ja ständig Alter, so aus. Alter! Hm? Könchen, jetzt kann man es richtig sehen. Und es war nicht das, was wir gesehen haben. Es ist viel weiter links. Was? Natürlich ist es das. War es das, was wir gesehen hatten? Natürlich. Ja, hör mal, aber jetzt kann man es richtig sehen. Mit allem Zick und Zack. Jetzt kann man auch den Turm richtig, die ganzen Häuser, alles kann man jetzt viel besser erkennen wie vorhin. Das stimmt. Alter, also du siehst, obwohl wir ziemlich wahnsinnig sind vom Hochbauen, aber es wird immer besser, ne? Mhm. Du siehst immer mehr und weißt du was? Ich bin jetzt mal... Wir sehen die komplette Map jetzt. Leichtsinnig. Hör mal, und man kann trotzdem von hier oben aus, werden noch unsere Barrikaden unten angezeigt. Geil. Oh Gott. Zweite unten. Ist das... Oh. Alter, wie tief das andere Podest ist, ne? Ich kann es allerdings gerade gar nicht wirklich so richtig ausmachen. Ich irgendwie auch nicht. Jetzt habe ich es. Siehst du es? Ja, du musst von der Ecke weiter weggehen. Ja. Alter. Hör mal, jetzt mal ohne Scheiß. Irgendwie geil, oder? Also du musst zwar einen Wochenendausflug machen, wenn du hier mal ganz hochlaufen willst, aber es ist schon eine ziemlich geile Sache. Auf jeden Fall. Weißt du was? Dann hoch. Ich würde jetzt gerne auf so einen Pillar springen. Ja. Deswegen habe ich nämlich gerade eine Idee gehabt. Sollen wir hier noch eine Plattform einbauen? Mit
du dann noch höher gehen? Ja. Ja. Alter, du siehst, wir kriegen die ganze Zeit weiter Vorteile, ne? Da hinten, das konntest du vorhin bei weitem nicht so erkennen. Stimmt. Wir kriegen immer noch mehr Vorteile. Und wenn wir noch weitermachen, dann können wir wirklich den ganzen Weg wahrscheinlich sehen. Das heißt, da würde ich echt vorschlagen, dass wir hier wieder eine Aussichtsplattform machen und dann gehen wir noch höher. Ist doch scheißegal, ey. Ja, dann machen wir das. Los. Machen wir, ne? Ja. Super. Ja, dann setzt du schon mal Pillar an. Ich mach mal hier wieder mit den Sailings. Sailing. Und jedes Mal muss ich an dieses Lied denken. Weißt du, von der Becks-Werbung, ne, mit dem Segelschiff. Ich dachte, du nennst mir jetzt die Band und das Lied. Nein, Becks. Obwohl, das Becks-Bier mag ich nicht. Was ich wohl von Becks trinke, sind diese gemischten Sachen. Die kann man trinken, aber das reine Becks-Pilz, ne, das ist absolut nicht mein Fall. Na, geht so, also in Maßen. Ach, literweise also. In ja, genau. In Maßen, also in literweise. Alter, du bist ja ganz schön, ne? Aber das wusste ich auch schon vorher. Du bist ja ich rede sonst immer in Fässern, weißt du? Ach, in Fässern. Ach, wegen deinem Bauchumfang. Ja, ja. 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 Ja, fein. Sail away, dream your dream. Spiel mir eine Füße, auch wenn's nicht gerade toll riecht. Hol den Wind, blas den Gestank weg. Das kann man ja nicht ertragen. Hallo, Tiffy. Gib mir das Lied vom Glied. Was? Was? Spiel mir das Lied vom Glied. Spiel mir das Lied vom Glied. Alter, und hier machen wir das auch wieder so, ne? Da machen wir oben eine Tür rein, ne? Dass du hinterher auch direkt auf die Plattform kannst, ne? Genau. So, dann setze ich jetzt hier mal wieder Erika Berger ein, also die Treppe. Ne, Moment. Treppe. Jetzt. Oh, Gott sei Dank, hat noch die richtige Stellung, die Treppe. Ja, geil, Alter. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Auch wenn ich mich wiederhole. Ich weiß ja nicht, ob das langweilig ist für die Zuschauer, aber eigentlich, man sieht ja immer besser, ne? Und man sieht immer mehr. Dürfte eigentlich nicht langweilig sein. Also mir macht's richtig Spaß hier, das jetzt hier hochzuziehen. Ja, die Aussicht ist wirklich geil. Ja, also die Aussicht, ne? Die belohnt dich wirklich für alles, ne? Und ohne Scheiß, wenn wir das mit dem Rendern hinkriegen, ne? Dann, ich glaube, ey, dann könnten wir das echt mal machen, dass wir nochmal auf den Riesenberg gehen. Und dann mit dem einzigen Fusch, den wir halt machen, dass ich dann, wenn es dunkel wird, mal auf Tag umstelle. Damit man einfach die Aussicht genießt. Und wer weiß, was wir dann von dem Berg aus da sehen können. Ne? Kommt ja auch noch hinzu, ne? Jo. Könnte ja auch sehr interessant sein, siehste. So, dann machen wir mal hier den Pillarbau. Wir sehen nichts. Wir sehen rein gar nichts. Aber hier sehen wir noch weniger. Hier sehen wir nämlich überhaupt nichts. Dafür sehen wir hier mal rein absolut nichts. Oh, ich habe schon wieder keine Pillar mehr. Das kann doch nie wahr sein. Was machst du denn damit? Frisst du die Dinger? Ja. Mensch. Nee, Zahnstocher hier, weißt du? Hör mal. Zahnstocher. Alter, aber ist schon Hammer, ne? Was am Material drauf geht, ne? Jo. Aber auch was am Material drauf geht, ne? Hast du alle Pillar hoch? Hab ich. So, pass auf. Dann geht hier die Treppe, dann lass ich... Ah, da jetzt. Dann, alter Heckenpenner, dann sagt er, ja, hab ich. Nix ist gemacht hier. Nix ist gemacht. Ah, da kann ich sofort drei wieder. Ne? So. Ne? Wie bin ich jetzt wieder? Ne, war. Mach ja nicht zu, ey. Mach nicht zu. Alter, das mach ich von innen. Ich hab keinen Bock, mich da runter zu fliegen. Ich wollte gerade sagen, ich geh nach drinnen. Ah. Oh, das ist echt schwer, ne? Wenn da unten keiner ist. So, jetzt hab ich's aber. So, das heißt, wir haben drei Wände. Und ein Loch im Hintern. So, und hier kommt hinterher wieder die Tür schon rein.
the doorway, the highway to hell. Ist, glaube ich, sogar die gleiche Seite, oder? Die gleiche, also in die gleiche Richtung die Öffnung. Wie bei der letzten Plattform, oder? Könnte sein. Will ich mir nicht festlegen, aber könnte sein, ja. Wäre natürlich auch cool, ne? Einfach mal wegen der Symmetrie. So, warte mal. Treppe. Treppchen? Ich hab da mal eine Treppchen vorbereitet, ne? Ich hab da einfach gemacht. Mal gesetzt, ne? Ja, ich hab da mal was, ne? Ja. Ja, ich hab da mal. Morgst mir dann Pugidi, morgen die Fruchten. Morgst mir dann Pugidi, morgen die Fruchten. Ja, das ist geil, ne? Was? Fruchten? Ja. Willst du fruchten? Magst du mich, dann bück dich, ich mag dich befruchten. Aha. Und dann so auf diesem bayerischen, morgst mir dann Pugidi, morgen die Fruchten.